Hallo, hier ist wieder Tombi und heute spielen wir mal wieder ein bisschen Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Wir sind auf dem Weg zu den 100%, heute ist Geonosis dran und wir haben uns den guten Anakin ausgesucht, der mit C-3PO durch die Gegend läuft. Oder wie heißt du nochmal? So, jetzt bist du fast fertig. Und? Wie soll ich dich nennen? Also, ich fand schon immer Kevin gut. Du bist C-3PO. Ein toller Name. Okay, Leute, dann wollen wir mal. Hier über mir ist so eine Tür, da können wir noch rein. Und was sagst du? Eure Leute duschen noch, oder? Dachte ich mir. Vielleicht macht ihr das heute lieber zu Hause. Die Schlange hier ist nämlich unglaublich. Natürlich könntet ihr auch nachsehen, warum das so lange dauert. Okay, dann gehen wir mal mit dem kleinen Anakin in die Dusche. Oh Mann. So. Schönen guten Tag. Also das ist mir echt unbehaglich. Ich sehe mal den Charakter. Warte mal. So, der gute alte Ben Kenobi ist da. Hallo. Diese schrecklichen Soldaten haben die Dusche schon wieder belegt. Bis wir dran sind, ist sicher kein heißes Wasser mehr da. Okay. Oh, guck mal, wie der sich gönnt. Ey, der tanzt da richtig ab. Droiden müssen auch sauber bleiben, wisst ihr? Dieser geonosianische Staub kommt überall hin. Kann ich da nicht einfach so rüberspringen? Oder darf man das etwa nicht? Sass. Okay, hier haben wir was zum Öffnen. Das machen wir auch gleich mal. So, was verbirgt sich dahinter? Vielleicht irgendwie... Aha. Ah, da können wir die Duschen bestimmt abstellen. Warte. Hier ist doch ein Hebel. Oh, das Wasser können wir einstellen. In super heiß. Und dann hauen die ab. Oder nee, in super kalt. Hey, wenn die Temperatur nicht richtig ist, verroste ich noch. Jetzt frieren die, ist ja super. Was sagst du? Das ist das letzte Mal, dass ich eine der Duschen für Fleischsäcke benutze. Okay. Das war viel zu stressig. Ich halte mich ab jetzt an Ölbäder. Besser wäre es, mein Freund. Und was sagst du? Geschieht Ihnen recht. Lassen wir sie eine Weile frieren. Was für ein seltsames kleines Ding. Sehr gut. Ach, guck mal, da sind sogar die Quietscheentchen drin. Das ist ja super cool. Ja, nice. Dann mal auf zum nächsten. Was? Rein da! Moin. Oh, was? Hier sind die Arena-Bässchen. Boah. Das Nexu ist sauer. Das Reek ist. Ja, die essen vegan oder vegetarisch. Okay. Hier ist noch ein Nexu. Und Geonosianer, der ist eingesperrt. Oh, gar nicht gut für dich, mein Freund. Komm ich da Hallo. Irgendwie ran? Nur keine Angst. Ich ja. Fürchte, das ist zu neumodisch so? Für mich. Aber kommt's da nicht raus? Oh oh. Der haut einfach ab. Und jetzt müssen wir hier noch kämpfen. Hallo? Wir können es auch so anheben, aber was bringt uns das denn? Wir schieben das mal da in die Ecke. Ah, wir können das auch hier überall hin tun. Ah, ach, wir können auch einfach die Zelle wieder zumachen und die nächste aufmachen. Ah, okay. So, was haben wir denn hier Feines? Einfach nur ein bisschen essen. Aber was muss ich denn genau erledigen? Ich muss da hochkommen. Ah nee, guck mal hier. Hier können wir hochkommen. Jetzt sollten wir eigentlich die Kiste nehmen. Aber ich kann doch auch... Komm mal her, mein Freund. So. Ja. Siehst du, so geht's auch. Wundervoll. Cool. Aber hier kommen wir gar nicht ran, ne? Ach, wie cool die aussehen, ey. Ich glaube aber, das, was ich am meisten mag, gibt's hier gar nicht. Das Eclair, dieses Spinnending. Das finde ich eigentlich richtig, richtig cool. Aber das gibt's hier gerade nicht eingesperrt. Und wir haben auch wieder eine Frage des Tages. Diesmal ist diese: Welche Schlacht stellte das Ende des Galaktischen Bürgerkriegs dar, welche 5 Jahre nach der Schlacht von Endor stattfand? Schreibt jetzt eure Antwort in die Kommentare und am Ende des Videos wird das Ganze aufgelöst. Oh, hier. Hier haben wir das nächste Ding. Alter, hier sind so richtig coole Höhlen, ey. Was geht denn hier ab? Da, die Handelsföderation ist da. Weg mit euch. Ich hasse euch. Ich habe euch noch nie gemocht. Ja, pass nur auf. Oh, ihr habt hier die echte Star Wars Sammlung. Cool. Oh, da ist sogar was von Episode 7. Da oben.
Okay, das war eher Zufall. Ich wollte mir eigentlich nur die Packungen angucken. Können wir hier nochmal aufmachen? Ja. Aber da sind die CDs drin. Das sind die Lego Star Wars Spiele, oder? Ich wünschte, ich könnte das. Das ist cool. Hier haben wir die Originaltrilogie, hier haben wir die Prequels und dann haben wir hier Episode 7. Das sind die restlichen Lagerbestände. So, mein Freund. Mal gucken, wie der Kaiberstein heißt, ob der irgendwie was verbirgt dazu dem Namen. Wow. Sicher versiegelt. Ja, sicher versiegelt wie die ganzen Kopien hier. Ist hier noch was? Nee, hier läuft nur das Fließband lang. Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwie was Cooles versteckt. Oh ja, Mann. Juhu! Lass mal den kleinen Annie hier durch. Juhu! Das ist genau wie Podracen. Ich glaube, ich muss hier runter, oder? Da rein. Kann ich da so reindüsen? Nee. Oh, nochmal so eine Halle. Oh, wir bauen uns Kampfdruiden. Aber wie? Ich drück einfach mal. Okay, wir können super Kampfdruiden bauen. Druidika gab's da. Was passiert denn hier alles? Hilfe. Da bin ich hier. Da fühle ich mich heimisch hier, ey. Als alter kleiner Schrottsammler Anypopenny. Oh, nein, das ist falsch. Das ist falsch. Ich hab's falsch gemacht. So, noch einmal. Okay, wir sollen als erstes die B1 Kampfdruiden bauen. Da war er. Wir müssen richtig abwarten. Und jetzt. Okay, mittlere Ebene. Jetzt. Und nochmal die Beine. Jetzt. Und da haben wir's. Müssen wir mehrere Sachen bauen oder nur den? Oh, jetzt wird er gebaut, oder was? Da kommen sie. Da ist er. Cool. Und da sind auch Superkampfdruiden. Und da ist ein Druidika. Da, Superkampfdruiden. Und der Druidika. Und der B1. Cool. Nochmal drücken kann ich hier nicht, ne? Nee, schade. Ja, das ging echt verdammt schnell, du. Wir haben die und Rose ist damit schon fertig. Das heißt, wir gehen weiter zum nächsten Planeten. So, Leute, auf geht's nach Coruscant und hier haben wir den guten alten Captain Rex. Der schaut sich hier doch mal um. So, was gibt's denn hier, meine Freunde? Hallo? Endlich wieder zu Hause in der Heimat. Sie sind nicht der Ladenbesitzer, das sind Sie, Sir, oder was? Ihr seid auf Schatzsuche, nicht wahr? Nun legt die Karte weg und zückt euer Portemonnaie, denn ich habe einen glänzenden Stein, den ihr kaufen könnt. Sag mal, was soll denn das immer? Ihr könnt mal gerne sagen, ob man die auch irgendwie anders kriegen kann, als nur kaufen. Super, er gehört euch. Wenn also jemand ihn sucht oder er verflucht ist oder so, dann ist es jetzt euer Problem. Okay. Schließt du ab? Ja, aber also es gibt hier echt viele Steine, die man so kaufen kann. Ist das normal? Geh mal schreiben. So, hier in der Ladenpassage gibt es aber noch mehr. Hier. Wie mache ich die Tür auf? Hier ist eine Energie-Dingsbums. Wo gibt's die? Aha, hier ist was. Da ist sie. Da ist sie. Und hier haben wir den Hebel. Reicht das schon? Da brauchen wir wieder zwei Hebel. Nee, das reicht schon. Okay. So, und rein damit. Der gute Captain Rex kriegt das ja wohl gebacken. Und Rinder in die gute Stube. Machen Sie mal auf hier. Hallo. Deine dringende Hauskontrolle hier. Oh, geil. Neue Eröffnung. Die verkaufen aber die gleichen Sachen wie der Nachbarladen. Okay, dann mal auf zum Jedi-Tempel. Ach, genießt du auch die Aussicht hier? Für eine Gruppe, die behauptet, den Frieden zu wahren und Meditation zu praktizieren, lieben diese Jedi ihre Laserschwerter schon sehr. Bei diesen Typen ist immer alles... Das stimmt. Es wird Zeit, die Orde auszuführen. So, dann führen wir mal die Orde aus. Da auch schon ein kleiner Jüngling. Bam, 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 bam. Er ist zu mächtig, er kann gar nicht sterben. Wenn die Erwachsenen sterben? So. Nun gut. Sorry, Kollege, ich wollte dir keine Angst machen. Alles ist gut. Guck, ich steck meine Waffen weg. Eines Tages werde ich so weise sein wie Yoda, so stark wie Meister Windu und so berühmt wie Yarael Puff. Boah, Yarael Puff, der mächtigste der Mächtigen. Was hast du getan? Meister Yoda wird so richtig enttäuscht von uns sein. Oh, was habt ihr gemacht? Ich hätte wissen sollen, dass die Macht in mir so stark ist. Was habt ihr denn getrieben? Wir werden einen riesen Ärger bekommen. Ich dachte, ich könnte ohne Meister Yoda trainieren und habe alle Trainingsgeräte zerschlagen. Er ist so doof. Würdet ihr uns armen Jedi-Jünglingen aus der Patsche helfen und die Ausrüstung reparieren?
bitte. Okay. Doch, wie mache ich das? Ist das hier die Ausrüstung? Da kann ich irgendwas tun, okay. Ah, ja. Ich fürchte. So. Cool. Reicht das jetzt schon? Oh, das ist der allerbeste Teil der Ausbildung. Oh, da. Die kleinen Drohnen. Cool. Oh, der andere ist immer noch traurig. Ach, hier muss ich ihm auch nochmal helfen, oder was? Ja. Lass mal Captain Rex da ran. Hier, guck mal, zack. Oh, das sind... Genial. Komm, üben wir den Machtstoß. Cool. Was macht man denn hier für coolen Kram? Das ist ja super geil. So, ich glaube, die sind zufrieden jetzt, oder nicht? Gib mir meinen Kyberbrick. Danke, Freund. Jetzt ist alles bereit, wenn der Unterricht weitergeht. Mir ist gerade klar geworden, warum wir die Einzigen hier sind. Wir haben die Exkursion nach Kessel verpasst. Das gibt definitiv Ärger. Nach Kessel? Ja, ich weiß nicht, ob man da hin will. Ich habe gehört, da werden die Wookies versklavt. So, und jetzt lass mal Captain Rex hier ran. Bam, bam, bam. Pam, 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 pam. Oh, hier ist noch was. Meister Yoda ist zu Hause? Noch jemand ist hier, um den Test der Voraussicht zu absolvieren, ich sehe. Cool. Deine Fähigkeit mit der Macht zu sehen, testen wir sie müssen. Captain Rex ist bereit. Erforsche deine Gefühle, Bilder, Visionen, was du siehst. Och Mann. Aber warum kann ich das denn nicht mit Captain Rex machen? Das ist ja Ben Kenobi. Hallo. Ein Flitzer sehe ich. Ach du Scheiße, ich muss alle machen? Ich bin zu langsam. Lichtschwert? Hm. Deinen Verstand freimachen, du musst. Ja, Meister. Ach, das ist ja eine der geilsten Aufgaben bisher, so. Meister Ki-Adi-Mundi denkt an einen Blaster. Meister Yoda denkt an einen Planeten. Und Meister Windu, denk mal wieder an sein Lichtschwert. Hm, gut. Stark. Es gibt auch einen Kaffeebecher. Noch ein weiterer Test, Meister? Oh ja, noch ein weiterer Test. Geil. Okay, ein Flitzer. Ein Blaster. Und der Kaffeebecher. Oh, das ist ja super geil. Also ich glaube, das ist einer meiner liebsten Aufträge bisher. Klar, deine Vision ist. Noch einmal. Lichtschwert. Planet. Oh, jetzt wird die Zeit aber richtig knapp. Ein Flitzer. Flitzer! Hm. Jawohl! Gut. Stark, die Macht ist in diesem. Danke sehr. Oh, das fand ich jetzt so cool. Probe der Jedi. Darf ich jetzt mit euch hier mich hinsetzen, mein Freund? Guck mal, die applaudieren mir immer noch. Na, Meister Yoda nicht? Ja, doch so ein bisschen. Okay, damit haben wir hier den Senatsbezirk immerhin abgeschlossen. Den Dusku-Bezirk müssen wir noch machen. Das machen wir allerdings ein andermal. Ich würde nämlich sagen, das war's mit dem Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Die Antwort auf die Frage des Tages war heute die Schlacht von Jakku. Ein bisschen schwieriger, aber gut. Leute, das war's. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.